So Leute, jetzt haben wir endlich den Polarizer am Start und eine Windmill. Hi ho meine lieben Freunde und willkommen zu einem neuen Projekt. Es ist die 30 Stunden Challenge. Ich werde keine 30 Stunden jetzt auf einmal spielen. Das nicht. Aber ich werde... Jede Folge wird eine Stunde lang gehen. Das heißt, für euch aber nur 10 oder 20 Minuten. Ich werde halt eine Stunde spielen, das dann zusammenschneiden und ja, dann werden wir sehen, wie viel ich nach 30 Stunden hier bei diesem Leaderboard habe. Wenn wir hier bei Timeplate gehen, wenn da 30 eine Stunde steht, muss ich die Aufnahme beenden und ja. Also Leute, wir fangen mal dann an. Ja, so, okay. Da oben ist eigentlich auch noch die Zeit eingeblendet. Irgendwie jede Minute ist eine... jede Sekunde ist eine Minute. Okay, das ist... Man kann eigentlich ausrechnen, wie viel eigentlich ein Tag ist. Eigentlich, ja, könnte man sogar ganz genau ausrechnen. So Leute, ich spiele das All the Mods Modpack. Deswegen werden wir mal schauen, was ich alles schaffe in dieser Zeit. Ich werde eigentlich etwas machen, was ich sonst nie mache. Das heißt, Linkes Construct. Ich meine das eigentlich nie, aber ich habe mich irgendwie in letzter Zeit daran gewöhnt. Das ist geil, muss man schon sagen, aber... Normalerweise bin ich einer, der Linkes Construct... schon mag, aber nicht so wirklich mit dem was anstellt. Ja. Hier mache ich noch eine Kiste. Sollte vielleicht reden und vielleicht dabei auch was tun. Das wäre eine gute Idee. Nehmen wir schnell das her. Und dann mache ich mir normale Sachen. Okay, dann fangen wir mal an. Ich brauche ein bisschen noch Holz. Das wäre auf jeden Fall ganz geil. Damit ich das Ganze machen kann überhaupt. Zack. Ich glaube, ich nehme jetzt mit zwei Sachen auf. Ist mir gerade vollkommen egal. Ist mir da wirklich vollkommen egal. Ich glaube, ich nehme noch mal ein Video auf. Es ist nicht so gut, aber egal. Okay, wir brauchen jetzt mal eine Axt. Kommt eine Schaufel auch noch. Ein Tool Rod. Und noch das da. Braucht dafür noch eins. So. Zack. Okay, wir brauchen jetzt nur noch das da. Zack, den Mining Tool. Wir haben noch ein bisschen Holz. Zack. Gib mir das Holz. Braucht ein bisschen was für eine Axt. Für ein bisschen viel. Zack. Da habe ich das sofort mal. Okay. Also Axtkopf. Warte mal. One Shot. Und ja. Gib ich das? Jetzt muss ich die das noch nehmen. Die da eigentlich einen Schaden nehmen. Das ist sogar Helios 2. Okay. Dann machen wir das mal schnell. Zack. Nehmen wir mal ein bisschen was mit. Es ist schon ein bisschen krass, dass ich das gerade mit dem Holz mache. Normalerweise sollte man das nicht mit Holz machen, sondern mit was anderem. Aber ja, gut. Ist ja auch okay. Nehmen wir schnell das Hühnchen. Dann machen wir weiter. Das ist. Ein sehr entspanntes Modpack, muss man sagen. Es ist jetzt nicht so, solche Modpacks wie andere Modpacks, wo du 50.000 Gegner hast. So. Da hast du halt vielleicht die ganze Slaying Monster wie sonst auch immer und das ist wirklich entspannt. Nimm das da mal, zack. Eigentlich sollte ich vielleicht nochmal das holen. Warte mal. So, Two Road Pattern ist okay. Pickaxe, ja, das wäre mal gut. Pickaxe, dann das da. So. Da sollten die ersten Teile fertig sein. Ne, es fehlt noch eins. Ist mir gerade so eingefallen. Braucht auch das da. Das. White Guard Pattern, glaube ich, war das. Ja, das war White Guard um den Swordblade. Also, Pickaxe, ne, zack, 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 zack. Okay, das soll dann passen. Okay. So, dann mache ich das alles mal weg. Und dann gehe ich auf Reisen. Ich schaue mal, dass ich eine Höhle finde. Da ist ein Mesa-Biom, das ist geil. Ich habe auch kein Mesa-Biom. Ich brauche eigentlich nur eine Höhle. Das wäre geil. Leute, und das Spiel auf dem Schwierigkeitsmodus normal. Nur, dass ihr es wisst.
Normalerweise spiele ich einfach gar nicht mit Tinkers Construct. Das ist schon ein bisschen komisch, muss man schon sagen. Okay. Ist halt ein bisschen problematisch, dass ich einfach keine Höhle finde. Ich glaube, ich baue mich jetzt einfach da rein. Ich gehe jetzt einfach mal rauf und schaue mal, was ich so für Sachen machen kann. Wir haben ja jetzt vollkommen viele Erze. Das ist schneller als bei dem letzten Versuch. Ich hatte schon einmal einen Versuch und da hatte ich nur... Da hatte ich bei einer Stunde die Erzverdopplung fertig. Ein bisschen aufgeregt hat. Weil ich einfach keinen Tin gefunden habe. Kopper. Habe ich in der Truhe. Ich glaube nicht mal so viel. Das ist dein Ernst? Du hast mir das richtig geschickt. Nicht explodieren. Oder auch doch. Ich hoffe mal, ihr habt genug Kopper. Bitte. Ich hab 11 Kopper, das reicht aus. Schön, nice. Jetzt kann ich mir... Bah, sag mal, der hat sich das wieder geheilt. Nice. Zack. Okay. So, Pulverizer. Pulverizer. Also ich brauche sowieso etwas, was Energie herstellt. Davor. Was macht ein Energie von Mechanismen noch? Mechanismen? Normalerweise mache ich das immer mit Danger Rate, aber das habe ich nicht. Deswegen. Dynamic Valve, das macht vielleicht schon, oder? Nicht, was ich jetzt brauche. Ultimate Induction Provider. Oh. Dictionificator. Also wirklich fehle ich gerade nichts. Generator. Es gibt ja diese Cold. Alter, sind die easy. Mach den Cold Generator von diesem Mod. Okay, gut. So. Cold Generator, dafür brauche ich 4 Eisen. 4 Eisen und ein Black Quartz. Black Quartz, dafür nehme ich 2 Sticks. 4 Eisen brauche ich dafür. Okay, Black Quartz. Das sollte ich jetzt fertig haben. So. Und da werde ich halt auch oben das machen müssen. Damit das überhaupt funktioniert. Also wir machen das einfach jetzt so hin. Zack. So. Okay, brauche noch 3 Eisen. Brauche nur noch 3 Eisen, bitte. 3 Eisen. Wir haben noch einmal Stunde, Alter. Ich in der halben Stunde kann ich aber viel erledigen. So, okay, wir haben das da, jetzt brauche ich sowas und das ist es, der Cold Generator. So. Wer macht der eigentlich? 8CF, ja? Weiß ich nicht. Okay, Pulverizer. Pulverisierer. So, da. Machine Frame, also wir brauchen wieder 4 Eisen. 5, wir brauchen 8 Eisen dafür. So. Acht Eisen brauchen wir dafür, oder? Brauchen wir Sand. Irgendwie Sand herstellen. Sludge, Pulverizer, okay, mit Pulverizer. Ich muss kurz mal raus hier. Wo ist nochmal das Loch da oben? Ist es? Nehmen wir kurz hier noch raus. Erstmal mal kurz. Überhaupt, wie Paluten sagt, man verliert so viel schnell Hunger. Er sollte mal darauf auf die Herzen achten. Er verbraucht das Hunger, dafür werden aber die Herzen aufgefüllt. Das heißt, wenn du fast tot bist, wenn einer fast tot ist, lässt sich dadurch retten. Salz. Ich gehe mal kurz da zum Rezent. Da kriege ich auch Sand raus.
Kriege ich auch Glas raus, wenn ich schmelze. Also ich brauche 4 Sand. Ja, 4 Sand. Dann kann ich es mir sowieso herstellen. Das ist ja nicht das Problem. Einfach mit Gravel, nennen wir Gravel, sondern mit, einfach mit Kabel. Weil Kohle sagen, das war das Problem gerade, deswegen ist mir das Wort gerade nicht eingefallen. Zack. 8 Eisen. Vier Tin habe ich vergessen. Das war gerade ein bisschen problematisch, dass ich das Tin auch vergessen habe, durchschmeißen. Sonst hätte ich das jetzt machen können. Und ich muss das und muss das hier schmelzen. Okay, dann schauen wir mal. Pulverizer, okay. Pisten. Bisschen mehr Eisen. Also ja, 8 Eisen sind ja genug. Copper 8 Stück. Naja, das. Mach einfach durch. Ist ja jetzt vollkommen egal, wie viel das ist. Zack, Glas. Schaut cool aus. Ändert sich das die Farbe die ganze Zeit? Ja, ändert sich gar. Ich kann irgendwie. Warte mal, Oil Generator. Es gibt ja den Oil Generator. Mit was arbeitet der eigentlich? Mit was für ein Oil arbeitet der? Empowered Oil. Use your canola, you can make a simple yet effective power generator system from natural resources, canola and oil. To make canola oil in an oil generator, displace the amount of power it generates in its sky. However, it can be upgraded further to yield more power than that. For starters, you can use a ferment barrel to convert the canola oil into refined canola oil. Okay, das ist komisch. Verstehe ich nicht. Aber ja, gut. Okay, ich glaube, jetzt kann ich mir den Pulverizer bauen. Und wenn ich den Pulverizer habe, dann ist geil. Ich weiß, was mir fehlt. Bitte, danke, 2 Stück. Gold. Das habe ich vergessen. Zack, zack, zack. Ich weiß, was mir fehlt. Ich habe noch genug Gravel. Da muss ich das nicht tun. Danke. So, zack. Jetzt kann ich einfach das da machen. So, da habe ich es eigentlich. Machine Frame. Tin Gear. So. Sollte ich das haben? Und das haben. Jetzt will ich das hier hinsetzen. Und jetzt habe ich das nächste. Was brauche ich für einen Redstone Furnace? Kein Copper, ich hätte. Jetzt sowieso das ausgleicht. Ist egal. So. Redstone Furnace lass ich mal aus. Ich wollte ja was anderes bauen. Denke Redstone Furnace wäre cool, aber ich habe kein Copper. Ich versuche mal schnell Copper zu finden. Wo ist denn die echte Chance, Copper zu finden? Copper. Okay, Leute. Wir haben jetzt Copper gefunden. Endlich. Nach tausenden von Jahren. Obwohl es nicht mal tausenden von Jahren war, sondern ein paar Blöcke abgebaut. Habe ich Copper gefunden. Das war sogar eine gute Idee, nach unten zu bauen. So, Copper. Jetzt kann ich das hier 3 Stück einfach durchhauen. Mach hier einfach jetzt mal ein bisschen Kohle rein. Also ich mach okay, auf jeden Fall mache ich mehr Energie als der Verbrauch. Okay, gut. Okay. Brauche ich Copper für ein Windmill? Fehlt eine Wind Generator? Glaub kein nicht, oder? Ich brauche ja nur
Basic Control Circuit, das ist Redstone, Redstone. Osmium. Ja, okay. Ich hab. Wow, ich hab gerade Gold bekommen, ich brauch Gold. Das ist ein bisschen mehr. Jetzt müsste ich eigentlich nochmal runtergehen. Deswegen gehe ich jetzt auch mal runter und hole mir vielleicht sogar ein bisschen noch Gold. Geh dann einfach wieder dorthin. So, fällt in der. Ja, das sind jetzt wieder die Bienen. Hat mich noch nicht gesehen. Also die Bienen haben mich noch nicht gesehen, das ist schon mal gut. Ich muss jetzt da ein bisschen bauen. Was gibt mir denn da Quarz? Du weißt? Es gibt mir einfach so Quarz. Es gibt mir einfach so netter Quarz. Ja, moin. Alles klar. Nice. Das ist richtig nice gerade. Komm schon, ich will eigentlich nur drumherum bauen. In den Höhlen findet man öfters Erze, als wenn man sich so meint. Das ist auch eine Höhle. Wenn ich minus drücke, ja, das ist sogar eine große Höhle. Oh mein Gott, jetzt kommen die wieder. Wir können halt durch Blöcke durchfliegen. Hä? Da ist Quarz. Nein! Oh mein Gott, die erste Folge ist sofort tot. Oh mein Gott. Emil hat so wirklich kurz gedacht, dass ich, es gibt keinen Cloud mehr. Oh mein Gott. Okay. So etwas tue ich nie wieder. Minuten oder 7 Minuten kann man viel schaffen. 7 Minuten kann man wirklich viel schaffen, eigentlich. Ich habe ein Broad Sword. Bam. Da oben sind auch schon meine Öfen. Also, das sollte ich eigentlich schon schaffen. Aber jetzt mal, da ist ein Creeper. Weil dann habe ich wirklich Pech gehabt. Ist aber zum Glück keiner. Zack, was brauche ich denn? Gold, Kopf, Eisen. Gold und Eisen. Also, ich schaue jetzt mal nach, was ich für den Wind brauche. Wind, nicht Windmill, sondern Windgenerator. Also, ich brauche für den Windgenerator zuerst mal 3 Gold. 3 Gold. 1 Eisen, 5 Eisen. 6 Eisen und aus 6, mit 6 glaube ich. 5 Eisen und 4 Osmium. So, 5 Eisen und 4 Osmium. Und für das 9 Eisen und 5 Osmium. Okay. Also 5 davon. So, zack. Brauche eigentlich brauche ich darauf eigentlich nur eine Kiste. So. Zack. So, dann nehme ich oben Input, Auto Input. Wir brauchen ja sowieso noch 9, deswegen. Gold, zack. Dann nehme ich das doch mal raus. Und das einfach daneben. Jetzt habe ich das Falsche genommen. Falsche Kiste, Mann. Jetzt machen wir hier einfach alles näher. Zack. Gehst du dahin? Ja, wird sogar sofort aus explodiert. Nice.
Das schon eigentlich fast. Okay, dann jetzt als nächstes Gold. Dann ist es Ausbildung. Du hast sowieso noch 3 Erze, müssen das sowieso noch durch. Kohle. Habe ich meine Kohle hingetan? Ich weiß, dass da irgendwo noch Kohle ist da oben. Ja, ich weiß, aber ist egal. Könnte sogar ausreichen. Ist da genug? Ey, warte. Ist fertig, jetzt gleich. Ja, ist fertig. Zack. Okay, jetzt, so. Wieso will da nicht die letzten 5 Osmium rein? Das war das komisch. Okay, wir haben dann fast alles. Jetzt bin ich irrt. Ich brauche noch 5 Osmium. Wir haben jetzt schon 4. Zack. Das letzte nehmen wir noch. So. Und jetzt machen wir das andere. Also Osmium sollte ich gleich haben. Ich brauche ein Osmium nur. Okay, also Wind, Metallurgic. Metallurgic Infuser. So. 2 Öfen. Zack, Redstone. 2 Öfen. So. Okay, mach das hier hin. Mach hier mal noch ein bisschen Kohle hin. Nein. So, hier brauche ich jetzt 5 Eisen, muss ich da jetzt durchhauen. Glaube ich. Warte mal. Wind Generator. 5 Eisen. Stimmt. Und ein Electronic Circuit, ja. So, Osmium ist auch fertig. Das wird hier durchgebraten. Ihr könnt dich eigentlich die ganzen Erze reintun. So, bam. War da irgendwo Osmium dabei? Nein. Ich habe noch immer Plus, gut. Das ist nice. Ich habe noch immer Plus. Wind Generator und da gehe ich hoch. Gold. Eisen. Ist mein Eisen? Hilfe. Hä? So, ja. Hä? Alles klar. Mal wissen, was das gerade war. Poolraum. Wieso schaut das, hört es sich, wieso heißt es so wie in, auf, wieso heißt es auf Deutsch? Was? Was? Ich kann sie aber so in Scribe Engineering Press machen. In Scribe Logic Press? Man kann sich das einfach bauen? Muss ich das einfach bauen? Poolraum? Das ist ja OP! Jetzt mal im Ernst! A Calculation Press, das kriegst du aus gar nichts raus. Was ist das? Crafting Presses are deactivated. What? Kannst einfach so Presses bauen. Oh mein Gott. Alter, gut, dass ich das gefunden habe. Zack, 2 Stück. Und jetzt habe ich das da. Und ich verflachte jetzt meine ganzen Sachen da oben. Zack. So. Ja, ich brauche einen Schaden, wenn auf mein Ding. Ich mache das alles nochmal noch hoch. Und dann war es das mit dieser Folge. Dann habe ich ein bisschen überzogen. Ein paar Sekunden. Weil ihr wisst ja, es sind nur ein paar Sekunden. Also am Ende nur 30 Stunden haben. Ich kann jetzt zum Beispiel überziehen. Dann später aber weniger machen. Ich muss nur insgesamt so viel haben. Deswegen ist das kein, nicht so wirklich großes Problem. So, mache ich hier jetzt den Wind Generator hin. Falsche Richtung.
einfach so hin. Zack. Dann mache ich hier jetzt einfach den Pulverizer hin. Ich sollte eigentlich noch was anderes bauen. Ich mache hier noch... Also ich mache einfach hier den Pulverizer hin, dann kriegt der Energie und dann hier oben eine Chest. Und ja. So Leute, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das gerne einen Daumen oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis später, Leute. Ciao.